deutsche Übersetzung gibt es ja nicht, nicht? So, ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Denn wir brauchen ja, dann machen wir keine Übersetzung, sondern dann und jeder verpflichtet sich vielleicht mal, der jetzt so eine Kamera bedient, dass er keine sportlichen Übungen vor meinen Augen abhält, sondern einfach ruhig stehen bleibt. So, haben Sie das jetzt gehört? Das haben Sie gerade auf Deutsch gesagt, dann gibt es keine Übersetzung mehr, sondern nur noch einen deutschen Ton. Das ist ja verkraftbar bei einem deutschen Ton. Ja, naja, so jetzt, meine Bitte ist jetzt, ja, das haben Sie ja schon dreimal gemacht, dass es super ist und dann war es doch jedes Mal nicht. Also meine Bitte ist jetzt nur, wenn es jetzt wieder nicht ist, dann bleiben Sie einfach ganz ruhig stehen. Ja? Gut. Ist ja ganz ungewöhnlich, dass die Fernsehleute die erste Reihe bekommen und alle anderen die hinteren. Und insofern fällt es noch mehr auf, wenn Sie so artistisch tätig sind. So, also Afrika, Schwerpunkt und insbesondere auch die Beziehung zu den nordafrikanischen Ländern in tieferer Art und Weise. Und das wird dann im Dezember auch wieder berichtet werden. Zweitens ist ein Grundsatz, ein positives Votum abgegeben worden zu den Vorschlägen von Jean-Claude Juncker zur Aufstockung von Frontex und auch zu der Möglichkeit und Notwendigkeit, hier das Mandat zu erweitern. Ich habe mich jedenfalls sehr positiv geäußert und die Mehrzahl der Teilnehmer hat dies auch genauso gesehen. Und drittens haben wir uns eher wenig mit den Fragen der Verteilung beschäftigt, weil ja klar das war, dass es hier kein Resultat gibt. Und insofern hat das hier nicht im Mittelpunkt gestanden. Wir haben dann heute Vormittag uns mit den Fragen der inneren Sicherheit beschäftigt. Hier möchte ich nur zwei Dinge sagen. Es ist sehr hervorgehoben worden von denen, die in diesem Frühjahr und Sommer schreckliche Katastrophen hatten, in Form von Waldbränden zum Beispiel, wie Griechenland und Schweden, dass die Notwendigkeit einer Katastropheneinheit da sein muss, wo auch Europa Solidarität zeigen kann. Ich habe dem zugestimmt, allerdings darauf verwiesen, dass wir in den Nationalstaaten, in den Mitgliedstaaten Kapazitäten haben sollten, die dann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden können. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass es europäische Einheiten und technische Fazilitäten gibt. Also ein Pool bilden, aus dem heraus Zugriff möglich ist und damit europäische Solidarität zeigen. Wir haben uns dann mit der Frage des Austritts Großbritanniens beschäftigt. Gestern Abend hatte Theresa May uns schon einen kurzen Überblick gegeben. Wir haben das heute nach einem Bericht von Michel Barnier getan. Ich will ausdrücklich die Arbeit von Michel Barnier und seinem Team loben. Da wird hervorragend präzise gearbeitet. Die Mitgliedstaaten werden alle in exzellenter Weise eingebunden, sodass wir hier auch eine hohe Geschlossenheit haben bei unserem Vorgehen. Es ist heute deutlich geworden, dass wir bis Oktober substanzielle Fortschritte brauchen und dass wir dann den Anspruch haben, im November das Ganze zu finalisieren. Wir sind sehr weit vorangekommen bereits bei dem Austrittsabkommen. Es sind ja im Grunde zwei Dokumente. Wir haben noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten im Zusammenhang mit den zukünftigen Beziehungen und der dafür notwendigen politischen Erklärung. Es gibt auf der Grundlage von Checkers eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten, insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit, auch der außenpolitischen Zusammenarbeit und auch anderer Fragen. Aber es gibt noch ein großes Stück Arbeit im Zusammenhang mit der Frage, wie sehen die zukünftigen Handelsbeziehungen aus? Und da waren wir uns heute alle einig, dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann.
Und auf dieser Basis wird Michel Barnier die Gespräche jetzt weiterführen. Wir wollen die in einer sehr guten Atmosphäre von unserer Seite aus weiterführen. Die britische Seite geht genauso daran heran, denn dann auch die Art und Weise, wie wir uns einigen, wird über die zukünftigen Beziehungen sehr, sehr viel mitbestimmen. Alles in allem in guter Atmosphäre hier also ein sehr intensiver, informeller Rat ohne formale Schlussfolgerung, aber wichtig für die weitere Debatte und die Räte im Oktober und im Dezember dann. Frau Bundeskanzlerin, ich hätte ganz gerne zum Thema Migration gefragt und dieser flexiblen Solidarität, die jetzt hier mal durch den Raum geistert. Wären Sie dafür, dass man diesen Weg jetzt geht, um auch auf diesem Feld, wo man ja noch nicht vorangekommen ist, jetzt zu einer Lösung zu kommen? Und was genau könnte dann diese flexible Solidarität bedeuten? Ja, also ich will mich dazu nicht abschließend äußern. Ich bin auch mit dem Begriff nicht so recht zufrieden. Es geht ja darum, die Probleme zu lösen und da muss natürlich auch über die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, gesprochen werden. Klar ist, und darüber waren wir uns auch einig, ich bin auch sehr dankbar, dass Donald Tusk das sehr deutlich gemacht hat, wir haben bei den Ankunftszahlen völlig andere Bedingungen, als wir das 2015 hatten. Wir sind also wirklich ein großes Stück vorangekommen bei dem Kampf gegen die illegale Migration, auch gegen die Schleppernetze. Das muss man ja auch einfach sagen. Und dann geht es darum, was finden wir für einen Modus, um eine fairere Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu haben. Und es kann nun auf keinen Fall sein, dass jeder sich aussuchen kann, was er gerne machen möchte. Und da müssen noch viele weitere Gespräche geführt werden. Und insofern sind wir da längst nicht am Ende. Ja, Markus Becker vom Spiegel. Frau Bundeskanzlerin, die britische Premierministerin argumentiert, dass sie jetzt sehr weit auf die EU zugegangen wäre und jetzt die EU am Zug wäre, auf Großbritannien zuzugehen. Sehen Sie das ähnlich? Und falls ja, wo sehen Sie Spielraum für Kompromisse, die die EU noch eingehen könnte? Danke. Also zum Schluss müssen wir in allen Fragen eine gemeinsame Haltung haben, jedenfalls in allen, die in dem Austrittsdokument niedergelegt sind und in dem Dokument für die zukünftigen Beziehungen. Und deshalb geht es, ohne dass man aufeinander zugeht, nicht. Aber es gibt eben auch ein paar Maßstäbe. Und einer dieser Maßstäbe ist, dass man nicht zum Binnenmarkt gehören kann, wenn man nicht Teil des Binnenmarktes ist. Aber man kann ansonsten sehr viel Kreativität entwickeln, um praktikable, gute, enge Lösungen zu finden. Und da haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns. Herzlichen Dank.